Moin Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Video, für mich ein sehr spannendes Video. Ich habe mir gedacht, meine PlayStation, die ist ja schon ein paar Tage alt und da habe ich mir gedacht, die muss man noch ein bisschen irgendwie auch wieder fit kriegen beziehungsweise auch mal sauber machen können. Und ich habe jetzt mit der Zeit, also ich zeige euch mal ganz kurz, ich habe die Slim, so sieht die aus. Vielleicht, was mir gerade so auffällt, die Füße hier unten von der PlayStation. Vielleicht hat da noch nie einer drauf geachtet, aber die Füße sind gleichzeitig auch die PlayStation-Logos. Kreis, Viereck und Dreieck und X. Nur mal so am Rande. Falls da noch keiner drauf geachtet hat. Also wie gesagt, ich habe die Slim-Variante und ich habe jetzt sonst, wenn ich hier die Wohnung gesaugt habe, dann habe ich die immer am Lüfter. Das weiß ich gar nicht, bin ich jetzt blind. Da habe ich immer nur mit dem Stausauger einfach am Rand einmal so ein bisschen gesaugt. Nur ich gehe davon aus, das wird nicht reichen. Und jetzt habe ich mir gedacht, die muss man dann mal ein bisschen mehr sauber machen können. Und das gucken wir uns heute mal gemeinsam an. So Leute, ich habe mich jetzt mal kurz umgesetzt. Ich habe ja auch schon ein paar Sachen vorbereitet. Also um die PlayStation geht es heute. Wir gucken uns das jetzt mal gleich gemeinsam an. Ich habe die noch nie aufgemacht und bin jetzt mal gespannt, wie einfach das geht und ob man da vielleicht doch andere Werkzeuge braucht oder so. Also ich habe mir natürlich schon das eine oder andere Video dazu mal angeguckt, nur habe ich bis jetzt noch nie Bock drauf gehabt, das wirklich zu machen. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Also ich habe hier ein paar Sachen schon mal aufgebaut. Ich habe nicht so viel an Werkzeug. Ich habe hier so ein kleines Bit-Sortiment hier mal hingelegt. Vielleicht braucht man das. Dann ist so ein Aufsatz für einen Staubsauger mit so einer Bürste. Habe ich mir gedacht, kann nicht schaden. Vielleicht gucken wir, ob das irgendwie auch hilfreich sein kann. Ansonsten habe ich hier ein bisschen Zewa, ein paar Feuchttücher. Glasreiniger habe ich da vorne stehen. Dann haben wir hier diese Ohrenstäbchen, sage ich jetzt mal. Die Q-Tips. Ich habe dann diese relativ dünnen, nicht so dicke genommen. Die sind dann vielleicht ganz gut für den Lüfter. Dann habe ich hier ein paar ganz normale Schraubendreher. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Also es soll mega einfach sein. Man kriegt den Deckel hier ganz normal ab. Der ist nur geklipst. Jetzt bin ich mal gespannt. Also hier auf der einen Seite habe ich schon gemerkt, da habe ich schon was gelöst. Aua. Also, wie gesagt, der Deckel ist ganz normal irgendwie geklipst und wie wir hier schon sehen können, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, da ist auf jeden Fall schon richtig Dreck drin. So, und darum geht es ja jetzt auch. Hier sitzt der Lüfter und jetzt gucken wir mal, ob wir die Platte hier auch noch abkriegen und ob wir dann ein bisschen mehr sauber machen können. Ich lege den Deckel mal an die Seite, den können wir gleich sauber machen. So, jetzt gucke ich mal, ob hier überhaupt ein Schraubendreher passt, weil die Schräubchen hier, die sind ja schon sehr klein. Ah, der passt schon mal nicht. Hoppala. Ah, okay. Also wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier einen relativ ganz normal für den Haushalt gebrauchlichen oder für, ich sag mal, was jeder im Haushalt hat, so einen normalen spitzen Kreuzschraubendreher. Und der funktioniert scheinbar. Das sind ja alles so ganz kleine Schrauben und die werden jetzt nicht so bombenfest sein. Ich denke, im schlimmsten Fall geht sogar eine Spitze vom normalen Messer oder so ein Spitzenmesser aus der Küche. Schrauben natürlich nicht weit wegräumen und aufpassen, dass sie nicht vom Tisch fallen. Weil wenn die weg sind, habt ihr da ein Problem. So, ich mache mal eben die ganzen Schrauben los. Wir sehen uns gleich, sobald ich alle Schrauben losgemacht habe.
So Leute, die Schrauben, die Kreuzschrauben, die habe ich jetzt alle gelöst. Nur mir ist aufgefallen, hier haben wir so eine Torx-Schraube, so eine Sternschraube, keine Ahnung. Und jetzt gucke ich mal, ob ich da den passenden habe. Wenn nicht, habe ich hier ein dickes Problem. Okay. Also ich habe die jetzt mit Glück gelöst. Die war überhaupt so gut wie gar nicht fest. Aber egal, das reicht mir ja. So, die ist auch sehr, sehr lang, so wie ich gerade sehe. Wichtig ist, wie gesagt, alle Schrauben aufbewahren. So Leute, jetzt habe ich mich dazu entschieden, dass ich die und die auch nochmal löse. Also die habe ich rausgenommen, die anderen beiden habe ich gelöst, damit das hier, also das Plastik so ein bisschen flexibler ist. Ne? Weil wenn das noch angeschraubt ist, ist das zu fest dran. Und jetzt machen wir mal den Deckel los. Ich bin mal gespannt. Also hier, die Ecke ist ziemlich locker, die ist ein bisschen fester. Das heißt, die mal so ein bisschen rausziehen. Natürlich alles mit Vorsicht genießen. Also ich übernehme da auch keine Haftung für die Leute, die da jetzt überhaupt nicht so handwerklich begabt sind. Wenn irgendwas abbricht oder so, seid ihr natürlich selber schuld. So, ich habe jetzt die Ecke so ein bisschen rausgezogen und hier so ein bisschen angehoben. Also so sieht das Ganze jetzt von der anderen Seite aus. Da ist jetzt ein bisschen Staub drauf. Aber hier drin, da sieht man auf jeden Fall, dass da schon ein bisschen mitgezockt wurde. Und auch da hinten drin. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Also hier, da kann man schon mal sehen, an den Lamellen hier, wie viel Staub da sich festgesetzt hat. Und natürlich auch im Kühler selber hier, in dem Lüfter. Und das Ganze werde ich jetzt mal sauber machen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, da hinten drin. Da ist auch richtig Staub drin. So, und wie gesagt, das Ganze werde ich jetzt mal ein bisschen sauber machen. Vorsichtig, nicht auf höchster Stufe mit dem Staubsauger, mit der Bürste. Und den Rest versuche ich dann mit den Q-Tips mal sauber zu machen. So, und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze gleich nochmal an. Also wie gesagt, so sieht es aus. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen mit den Lamellen. Wie gesagt, die sind hier komplett voll mit Staub. Da ganz hinten drin, hier, da ist auch noch ein bisschen Staub drin. Ich sehe gerade, hier ist noch so ein bisschen Staub. Wenn wir einmal dabei sind, können wir das ja hier auch ein bisschen wegmachen. Ich nehme mal hier kurz so ein Feuchttuch und mache das direkt wieder trocken. Am besten so. Auch da ist noch ein bisschen Dreck rausgekommen. Oder beziehungsweise den Dreck habe ich da rausgeholt. Könnt ihr auch so ein Q-Tip nehmen, so ein Feuchttuch wickeln, einmal hier so vorsichtig lang. Ich meine, wenn sauber ist, ist sauber, Leute, dann reicht das auch. Aber hat sich auf jeden Fall jetzt schon optisch gelohnt. Der ganze Staub ist weg, der Dreck ist raus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So sieht es jetzt aus. Also da ist kein Staub mehr drin, auch in den Lamellen ist nichts mehr drin. Und ich würde sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich baue die jetzt wieder zusammen und dann sehen wir uns gleich nochmal.
So Leute, wie ihr gesehen habt, jetzt habe ich die PlayStation zusammengebaut. Ich habe gerade irgendwo so ein kleines, ich weiß nicht, Aluplättchen übrig gehabt. Ich habe keine Ahnung, wo das hergekommen ist. Ich habe überall nochmal geguckt. Ich habe das jetzt einfach weggelassen. Und ich denke mal, das hat nicht allzu viel zu sagen. Hauptsache, die PlayStation ist jetzt wieder sauber, staubfrei. Und ja, ich werde die jetzt gleich mal anschließen. Und ja, dann hoffe ich, dass sie natürlich funktioniert. Ich gehe ganz stark davon aus. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video findet, ob euch das Video geholfen hat und vor allem, ob es auch bei euch so geklappt hat. Falls irgendeiner Bescheid weiß, wo das Teil herkommt oder wo das hingehört, schreibt mir gerne auch in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das wird jetzt nicht lebensnotwendig sein. Und ja, ich schließe die PlayStation jetzt gleich wieder an. Und ich hoffe natürlich, dass sie funktioniert. Dann werdet ihr mich wahrscheinlich schon heute Abend wieder im Livestream sehen. Für die Leute, die jetzt neu eingeschaltet haben, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auf jeden Fall ein Abo dalassen würdet. Dann könnt ihr auch nichts mehr verpassen. Oder alternativ immer einen Daumen nach oben dalassen. Würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Tja, Leute, das war's mit dem Video. Ich bin erstmal raus. Euer Kraft. Ciao. A couple shooters that hit you on the block. Ain't a janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds.